Veranstalter 63 Rudo. Ja, ich komme sofort, danke. Ja? Ja, würden Sie bitte mal raufkommen. Dritter Stock rechts. Danke. Guten Tag, ich bin gleich fertig. Könnten Sie mir einen Gefallen tun? Etwas für mich abholen, einen Blumenstrauß. Der ist schon bestellt, bei dem Geschäft vorne am Platz. Ja, in Ordnung, muss ich das bezahlen? Nein, das ist schon erledigt. Auf den Namen Rudo. Auf Rudo, ist gut. Danke. Ja? Kommen Sie ran. Danke. Sehr schön. Sehr schön. So einen Blumenstrauß habe ich lange nicht gesehen. Der ist bestimmt irrsinnig teuer, hä? Ich will Ihnen mal was sagen. An Blumen sparen heißt am falschen Platz sparen. Ich bin gleich fertig. Hallo, wer ist da? Hallo? Hallo? Würden Sie mal fragen, wer da ist, aber nicht aufmachen. Ja. Hallo? Wer ist da, bitte? Peter ist die Treppe runtergelaufen. Man hat ihn gehört. Aber gesehen hat ihn niemand. Nein, niemand. Das galt mir. Mir galt das. Ich war gemeint. Und jetzt hat es den Taxifahrer getroffen. Es hat an der Tür geklingelt. Ja. Ich ging an den Sprechapparat und fragte, wer da ist. Keine Antwort. Ich sagte Hallo. Nichts. Da dachte ich, vielleicht steht schon jemand vor der Tür. Ich schaue durch und sehe nach, wie jemand die Hand vor das Guckloch schiebt. Kann ich jetzt mal Ihre Personalien haben? Sie heißen? Rudo, Alexander Rudo. Warten Sie, ich gebe Ihnen meinen Pass. Bitte sehr. Was sind Sie vom Beruf? Im Moment arbeite ich nicht. Ich bin immer kaufmännisch tätig gewesen, in guten Positionen. Aber ich wollte mich verändern. Und so bin ich nach München gegangen. Ja, Herr Rudo. Was glauben Sie nun selbst? Wer hat Sie töten wollen? Töten wollen? Keine Ahnung, nicht die geringste. Wo wollten Sie eigentlich mit dem Taxi hin? Ich wollte einen Besuch machen. Bei einer Dame? Ja. Die Sie gut kennen? Ja. Ich habe Sie aber schon angerufen und gesagt, dass ich später komme. Haben Sie ja auch erzählt, was hier passiert ist? Nein, ich wollte Sie nicht erschrecken. Ja, Herr Rudo, der Täter, der kann ja wohl nur unter den Leuten zu suchen sein, die Sie kennen, mit denen Sie irgendwie zu tun haben. Wo wollen Sie hin? Wir werden Sie hinbringen. Nein, nein, das,
Das geht nicht. Ich kann da doch nicht mit Polizei erscheinen. Ich verstehe, das ist unangenehm. Ich wollte mich heute verloben. Es sollte eine kleine Feier stattfinden, ganz in Familie. Geben Sie mir Namen und Adresse. Ich habe Frau Baruda zufällig auf dem Tennisplatz kennengelernt. Und aus dieser Freundschaft wurde eine enge Beziehung. Wer ist Frau Baruda? Erzählen Sie mir von ihr. Frau Baruda ist Witwe. Ihr Mann ist vor 5 Jahren gestorben. Verhältnisse, ihre äußeren Verhältnisse sind sehr gut, soviel ich weiß. Und ich hoffe, Sie verstehen, in was für einer Situation ich bin, wenn ich jetzt komme als Opfer eines Mordanschlages. Ich frage Sie nochmals, müssen Sie mit reinkommen? Na, ich verstehe Sie nicht. Wollen Sie denn Frau Baruda? Sie wollen sich doch mit ihr verloben. Ja. Na, wollen Sie ihr verschweigen, dass auf Sie geschossen wurde? Ja, ich würde es gern, weil es Sie erschrecken würde, was ich ihr nicht antun will. Könnte ich nicht zunächst allein hineingehen? Na ja, kommen Sie. Er ist ganz schön nervös. Gott sei Dank bist du da. Ich dachte schon, er wird sich's doch nicht überlegen. Guten Tag. Die Herren sind von der Polizei, Kriminalpolizei. Kriminalpolizei? Ja, mein Name ist Derek. Frau Baruda, entschuldigen Sie bitte die Störung, aber auf Herrn Rudo ist von einem unbekannten Täter ein Anschlag verübt worden. Alexander! Ja, absoluter Wahnsinn, schießt dreimal durch die geschlossene Tür. Getroffen wurde ein Taxifahrer. Ja, den ich bestellt hatte, der hat mir die Blumen abgeholt. Aber die Blumen, ich hab sie ihm warm gelassen. Ja, der stand an der Tür und wurde getroffen. Großer Gott. Er ist jetzt im Krankenhaus und wir alle hoffen, dass er mit dem Leben davon kommt. Alexander, dir ist nichts passiert? Nein, nichts, nichts. Bitte kommen Sie herein. Danke. Stellt euch vor, es ist ein Anschlag verübt worden. Auf Alexander ist geschossen worden. Was sagst du da? Es ist geschossen worden? Auf wen geschossen? Auf Alexander wurde geschossen, durch seine Wohnungstür hindurch. Ist das ein Scherz? Na, das wäre aber ein ziemlich übler Scherz. Mein Name ist Derek, Mordkommission. Das ist der Klein. Wieso Mordkommission? Wenn jemand auf Rudo geschossen hat, hat er ihn ganz offensichtlich verfehlt. Offensichtlich, ja. Die Schüsse trafen den Taxifahrer, der an Rudo abholen wollte. Haben Sie eine Erklärung für diesen unglaublichen Vorfall? Sie müssen doch eine Erklärung haben. Er hat nicht die geringste Erklärung. Ja, ich bin völlig ratlos. So, ratlos sind Sie. Und der Täter ist davongekommen? Ich meine, eine Schießerei in einem Treppenhaus und da gibt's keine Zeugen? Nein, die gibt es nicht. Und warum sind Sie hier? Ich hätte gerne mit Frau Baruda gesprochen. Mit ihr allein. Es tut mir sehr leid. Ich hatte mir diesen Tag ganz anders vorgestellt. Ich bin nun wie aus allen Wolken gefallen. So, sind Sie. Und ich bin der Meinung, dass Sie uns eine Erklärung vorenthalten. Eine Erklärung, die zweifellos mit Ihrer Person zu tun hat. Sagen Sie, wie schwer verletzt ist denn der Taxifahrer? Der Notarzt sagte, hoffentlich kriegen wir ihn lebend ins Krankenhaus. Sie sind verwitwet, höre ich. Ja, mein Mann starb vor 5 Jahren. Und nun wollen Sie wieder heiraten? Ja, Herrn Rudo. Die Verlobung sollte heute gefeiert werden im kleinen Kreis mit den Herren, die Sie gesehen haben. Wie lange kennen Sie Herrn Rudo? Seit 4 Wochen. Seit
5 Wochen. Er sagt, er ist seit 2 Monaten in München. Ja, er hat vorher in Hamburg gelebt. Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf. Er hat ein sehr unruhiges Leben geführt. Warum unruhig? Nun, er war unzufrieden mit sich selbst, mit seinem Beruf. Er ist Kaufmann? Ja, ein Angestellter, der niemals die Stellung hatte, die ihn befriedigte. Frau Baruda, wir wüssten sehr gerne etwas über seinen Umgang. Seinen Umgang? Was wollen Sie wissen? Ja, in welchen Kreisen er sich bewegt, welche Bekannte er hat, welche Freunde. Hier in München hat er sehr wenig Bekannte. Und es ist schon gar keiner darunter, von dem man annehmen könnte, dass er einem solchen Menschen, der die Liebenswürdigkeit und Freundlichkeit selbst ist, den Tod wünschen kann. Vater, Sie möchten dich sprechen. Sie sind der Schwiegervater von Frau Baruda, ja? Ja. Wohnen Sie auch hier im Haus? Nein. Ich habe dieses Haus kurz vor dem Kriege gebaut, bin dann aber ausgezogen, als mein Sohn Vera heiratete. Wollen wir uns nicht setzen? Danke, nein. Ihr Sohn ist gestorben? Ja, vor 5 Jahren. Völlig überraschend, am Schreibtisch. Ein Mann, der nichts als seine Arbeit kannte. Wie lange kennen Sie Herrn Rudo? Meine Schwiegertochter hat ihn mir vorgestellt. Sie sagte, ich habe da einen ganz reizenden Menschen kennengelernt. Und Ihr Eindruck? Der erste Eindruck war nicht schlecht. Keineswegs schlecht. Ein Mann mit Manieren, mit ausgezeichneten Manieren. Verkäufertyp. Ein Verkäufertyp? Ja. So wurden bei uns in der Firma Leute genannt, die über die gesegnete Gabe verfügen, überzeugen zu können. Sie können gut verkaufen. Vor allem sich selbst? Natürlich. Vor allen Dingen sich selbst. Sagen Sie mal, Herr Baruda, waren Sie mit der Wahl Ihrer Schwiegertochter nicht einverstanden? Sagen wir so, mir geht Familie über alles. Da hat es jemand schwer, den Maßstäben gerecht zu werden, die ich mir selber setze. Ich hatte Vorbehalte. Und habe sie noch. Herr Lenau, Sie sind Teilhaber in der Firma, die... Ja, ich bin Kompagnon in der Firma, die Baruda, Richard Baruda, seiner Frau unterlassen hat. Wir führen das Geschäft zusammen und sind miteinander befreundet. Das seit vielen Jahren. Wir sind sehr familiär. Ah ja. Naja, dann wird Ihnen doch Frau Baruda sicher sehr bald Herrn Rudo vorgestellt haben. Ja. Was haben denn Sie für einen Eindruck von Herrn Rudo? Für mich ist der Mann ein Windei. Können Sie das ein bisschen genauer definieren? Es gibt Leute, die bestehen nur aus Luft. Die haben keinen Kern. Bei einem Mann spürt man doch, ob da jemand ist. Aber vielleicht irre ich mich. Und er ist doch jemand. Offenbar jemand, auf den man schießen möchte. Sie sind der Sohn von Herrn Lenau, Walter Lenau. Sie arbeiten auch in der Firma? Nein. Ich bin kein Kaufmann. Mein Vater sagt, ich sei das Gegenteil davon. Dann sind Sie Künstler. Künstler sein, das heißt doch, das, was man fühlt, zum Ausdruck zu bringen. Gestalt werden zu lassen. Ja, so sollte das eigentlich sein. Und das kann ich nicht. Na, da haben Sie sicher ein paar persönliche Probleme. Was wissen Sie von Rudo?
Da kann ich Ihnen gar nichts sagen. Oder wissen Sie irgendetwas, was sich in Zusammenhang bringen ließe mit diesem Mordanschlag? Nein. Aber kann das sein, dass dieser Mann Verbrechen anzieht, weil er selber ein Verbrecher ist? Ja, Herr Baruda ist mein Großvater. Und Sie leben hier in diesem Haus? Ja, meine Eltern sind geschieden. Mein Vater sucht sein Glück bei einer anderen Frau in den USA. Ich weiß nicht wo, weil ich keine Verbindung zu ihm habe. Und meine Mutter ist krank. Sie lebt in einem Sanatorium. Da hat mich mein Großvater aufgenommen. Das heißt, meine Tante, der dieses Haus hier gehört. Was wissen Sie über Herrn Rudo? Was soll ich wissen? Ich bin ihm ja nicht oft begegnet. Wonach fragen Sie? Es könnte sein, dass der Täter im näheren Umkreis zu suchen ist. Und wir fragen Sie, ob Sie uns dazu was sagen können. Ich kann Ihnen nur eines sagen. Mir ist dieser Mann zutiefst zuwider. Warum ist er Ihnen zuwider? Ich habe da eine ganz persönliche Meinung. Die worauf beruht? Kann man das immer gleich begründen? Mir ist dieser Mann zu freundlich, zu liebenswürdig. Er ist zu sympathisch. Und damit möglicherweise nicht ehrlich. Was geschieht denn da eigentlich? Finden da Verhöre statt, Vernehmungen? Das sieht so aus. Was kann mein Schwiegervater dazu sagen? Was Lenau oder Walter und Udo? Das alles hat sich doch außerhalb unseres Hauses abgespielt. Also Freunde hat Rudo in dem Hause nicht? Nee. Aber ich meine, trotzdem haben wir nichts erfahren, was uns irgendwie weiterhilft. Weder in Bezug auf eine Person noch auf irgendwelche Konflikte. Dagegen steht nur diese unglaubliche Tat, dass da jemand in den dritten Stock raufmarschiert, dreimal losballert. Ich meine, entweder muss das ein eiskalter Profi gewesen sein, weil er muss ja damit rechnen, dass er abgefangen wird. Oder einer, der von blindem Hass getrieben war. Und dieser Udo Müller, der da sagt, dass Rudo ihm zutiefst zuwider sei? Ja, ich meine, würde das sagen, wenn er der Täter wäre? Ich habe eine Frage noch, die ganz plötzlich aufgetaucht ist. Könnte sich der Anschlag wiederholen? Ja, solange wir den Täter und das Motiv nicht kennen, ist es nicht auszuschließen. Herr Rudo, bleiben Sie bitte zu Hause. Vielleicht warten Sie unsere Anweisungen ab, ja? Ja. Ich danke Ihnen. Auf Wiedersehen. 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 Ah, da liegen ja noch die Blumen im Wagen, Ari. Das sind die Blumen, die ich im Wagen gelassen habe. Danke, Alexander. Danke. So, jetzt werden wir erstmal die Personalien von Rudo überprüfen. Wunderschön, Alexander. Wunderschöne Rosen. Danke. Aber du hast gehört, was man befürchten muss, dass sich der Anschlag wiederholen kann. Du kannst unmöglich in deiner Wohnung bleiben. Wir fahren sofort los, holen das Nötigste und dann ziehst du hier ein. Hier? Ja, hier in dieses Haus. Alexander zieht hier ein. Er soll hier einziehen? Was sagen Sie, Lenau? Ich weiß nicht, ob das gut ist.
Warum soll es nicht gut sein? Ihr habt doch gehört, der Anschlag könnte sich wiederholen. Er kann doch nicht in seine Wohnung zurück. Es gilt zu überlegen, ob wir da nicht hineingezogen werden. In eine Sache, die doch noch völlig ungeklärt ist. Ja, das würde ich auch sagen. Aber begreift ihr denn nicht? Er ist doch vielleicht in Lebensgefahr. Wir fahren in deine Wohnung. Udo, hilfst du uns? Ich? Was soll ich denn dort? Ein paar seiner Sachen holen. Wo soll er denn wohnen hier? Haben wir nicht genug Platz in diesem Haus? Komm. Ja, vorbestraft. Er hat gesessen wegen Betrug. In Verbindung mit Heiratsschwindel. Ein mieser Heiratsschwindler. Der sich an Frauen meist unter falschem Namen rangemacht hat, ihnen die Ehe versprach, sich Vorschüsse geben ließ. Auf größere Projekte, ne? Wie gehabt. Er war zweimal angeklagt und wurde zweimal verurteilt. Vermutet werden eine ganze Anzahl von Fällen, in denen die geschädigten Frauen gar nicht zur Polizei gegangen sind. Na, warte, ist aber ein weites Feld. Welcher alte Fall kann da jetzt eine Rolle spielen? Oder ist es ein neuer Fall? Udo, hilf ihm doch. Na, das wird er doch wohl noch selber schaffen. Danke. Besten Dank. Sie brauchen mir nicht zu danken. Ich tu's aber, weil mir danach ist. Komm, Alexander. Steig ein. Frage, was tun? Na, wir werden den Rudo vernehmen. Das ist das Nächste jetzt. Ja? Ja, Frau Baruda? Ah ja, ich verstehe. Moment mal bitte. Der Rudo ist bei ihr eingezogen. Sag ihr, wir kommen vorbei. Frau Baruda? Ja, wir kommen noch mal bei Ihnen vorbei. In einer Stunde? Wiedersehen. Er bekommt das Gästezimmer, das Zimmer neben Udo. Das gibt Udo Gelegenheit, die Augen offen zu halten. Man kann ja die Möglichkeit nicht ausschließen, dass der Täter, dieser Wahnsinnige, versuchen wird, auch hier einzudringen. Bist du nicht einverstanden? Würdest du darauf Rücksicht nehmen? Nein. Bitte. Ich kann doch nicht anders. Zeigst du Alexander das Gästezimmer? Ich möchte nur ein paar Worte mit Udo sprechen. Udo, was ist mit dir? Meine Beziehung zu Alexander gefällt dir nicht. Nein, sie gefällt mir nicht. Dieser Mann bedeutet alles für mich. Alles? Was ist alles? Was bedeutet das? Ein Leben ohne ihn bedeutet mir nichts mehr. Ich bitte dich, wie kann man so etwas sagen? Das ist doch völlig übertrieben. Es ist nicht übertrieben, das ist mir klar geworden. Heute klar geworden. Hilf mir, Udo. Du bist wahnsinnig, Vera. Doch, doch. Das ist eine Art von Bewusstseinsverlust. Es kann doch kein Mensch von einem anderen so abhängig sein. Das darf doch nicht sein. Das ist doch krank. Dann bin ich krank. Herr Maruda, ich bin Ihnen sehr dankbar. Dazu haben Sie gar keine Ursache. Überhaupt keine. Gefällt Ihnen das Zimmer? Sehr, es ist wunderschön. In diesem Zimmer ist mein Sohn groß geworden. Das frühere Kinderzimmer. Herr Maruda, ich weiß, dass ich Ihnen nicht willkommen bin. Sie haben es mich bei jeder Gelegenheit spüren lassen. Geben Sie mir eine Chance. Wofür? Guten Tag, Herr Müller. Wir sind's nochmal. Guten Tag.
Wir möchten gerne mit Frau Baruda sprechen. Ach, Moment, wir möchten mit ihr allein sprechen. Guten Tag, Frau Baruda. Guten Tag. Bitte kommen Sie herein. Danke. Möchten Sie Platz nehmen? Nein, nein, danke. Ich muss Ihnen eine Mitteilung machen. Sie ist nicht sehr angenehm. Welche? Herr Rudo ist vorbestraft. Er ist zweimal verurteilt worden. Beide Male wegen Betrug im Zusammenhang mit Heiratsschwindel. Und er hat deswegen zweimal Gefängnisstrafe bekommen. Einmal 4 Jahre, dann noch mal 3 Jahre. Ach, das wissen Sie? Ja, ich weiß es. Er hat es mir gesagt. Wann hat er es Ihnen gesagt? Vor ein paar Tagen. Und das hindert Sie nicht, ihn zu heiraten? Nein. Er hat Fehler begangen und er hat dafür seine Strafe bekommen. Zweimal? Für mich und vor dem Gesetz hat er sein Vergehen gebüßt. Frau Baruda, sind die Vorstrafen von Herrn Rudo hier in diesem Hause bekannt? Nein, nein, das weiß niemand. Und das sollte auch niemand erfahren. Können wir jetzt bitte mit Herrn Rudo sprechen? Sie werden ihm doch nicht diese alten Geschichten vorhalten. Die sind doch vorbei. Ja, ist schon richtig. Nur wir glauben, dass dieser Mordanschlag mit diesen alten Geschichten im Zusammenhang steht. Er hat es ihr gesagt. Ist allerdings erstaunlich. Warum tut er das? Er scheint sich ihrer Zuneigung sehr sicher gewesen zu sein. Ich habe gerade gehört, dass Sie Bescheid wissen, was ich Frau Baruda vorausgesagt habe. Ich sagte, es ist doch klar, dass die jetzt ihren Apparat in Bewegung setzen. Die werden sofort Bescheid wissen. Das dauert Sekunden und die wissen, dass ich vorbestraft bin. Sie haben es also Frau Baruda gesagt? Ja, weil ich wollte klare Verhältnisse schaffen. Ich wollte keine Angst haben, dass sie es vielleicht irgendwann einmal erfährt. Und da habe ich mir gedacht, sag sie und sag sie rechtzeitig. Herr Rudo, nun mal ganz offen. Sie haben Menschen betrogen, Sie haben sie unglücklich gemacht. Sie haben sich Feindschaften zugezogen. Die Frage ist jetzt nur, bei wem alles? Bei wie vielen Leuten? Mein Eindruck ist, der Mann wird verhört. Ein Verbrechen ist begangen worden. Aber die Gründe liegen wohl bei ihm. Oder? Ist die Vermutung falsch? Sie ist ganz sicher falsch. Da bin ich nicht so sicher, liebe Vera. Wir werden Ihre Angaben nachprüfen. Das ist mir klar. Wir gehen, Frau Baruda. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Es gibt keinen Grund, die Verlobung zu verschieben. Wir feiern sie heute Abend. Willst du Lena Bescheid sagen, dass sie auch rüberkommen? Soll ich glauben, dass man im Hause Baruda nicht gewusst hat, dass Rudo vorbestraft ist? Dass er ein Heiratsschwindler ist? Ich meine, wenn sie es gewusst hätten, hätten sie doch die Frau gewarnt. Hätten sie doch gesagt, weißt du eigentlich, wen du da heiratest? Das wäre normal. Stefan, da marschiert irgendjemand den dritten Stock rauf, ballert blindlings drauf los. Ich frage mich, warum hat er nicht gewartet, bis die Tür geöffnet wurde? Da muss eine Art von Irrsinn unterwegs sein. Ich kann es nicht anders benennen. Kann natürlich auch durchaus sein, dass wir die eigentliche Geschichte noch gar nicht kennen. Sie will es feiern. Sie lässt sich nicht abbringen. Nein. Ich sag ja, sie ist ihm hörig. Und der Kerl wohnt jetzt hier. Ja. Wo wohnt er? Im Gästezimmer. Jedenfalls hat er dort seine Sachen untergebracht. Schlafen wird er wohl woanders. Hey.
Ich wollte nicht herkommen, aber ich fand keine Ausrede. Du wolltest keine finden. Wollte ich nicht. Warum kommt er denn nicht rüber? Walter. Walter. Entschuldige. Was ist mit ihm? Er ist so aufgeregt. Du bist nun mal für ihn eine Heilige, die gerade dabei ist, in den Dreck zu fallen. Schon gut, Vera. Alexander, würdest du bitte den Champagner aufmachen? Das ist für mich ein ganz bewegender Augenblick, der mir sehr viel bedeutet. Im Zusammenhang damit muss ich etwas sagen, ehe ihr es von anderer Seite erfahrt. Alexander ist vorbestraft. Ja, wie? Ihr zeigt gar keine Überraschung. Habt ihr das gewusst? Wir haben nichts gewusst, aber sprich nur weiter. Was hat er sich zu Schulden kommen lassen? Es muss gesagt werden, Alexander. Er ist verurteilt worden, zweimal. Wegen Betrug begangen im Zusammenhang mit Heiratsschwindel. Er hat Frauen die Ehe versprochen, in der betrügerischen Absicht, sich Vermögensvorteile zu verschaffen. Was ist? Nun, ich meine, das ist auch eine Art, zu Geld zu kommen. Keine schöne. Aber möglicherweise eine angenehme. Ich bitte dich, lass mich aussprechen. Alexander hat es mir gesagt. Er hat mir rückhaltlos alles gesagt. Er hat sich nicht geschont. Nicht mal Entschuldigungen dafür gesucht, obwohl es sie gibt, sicher gibt. Er war absolut ehrlich. Und ich glaube ihm, dass er sich geändert hat. Völlig geändert hat. Dass er nichts mehr zu tun hat mit dem Menschen, der er mal war. Bitte, Alexander. Danke, nein. Udo? Du musst verstehen, Vera. Ich kann nicht mit einem Heiratsschwindler anstoßen. Ein solcher Mann hat meine Mutter unglücklich gemacht, was du ja weißt. Entschuldige, Udo. Warum gehen Sie ihr nicht nach, Sie Frauentröster? Aus der Feier wird wohl nichts mehr. Vera, ich werde das Haus verlassen. Ich habe keine Chance hier. Das Haus verlassen, wie kannst du das sagen? Alexander, das will ich nie wieder hören. Was sagte Udo da? Er sprach von seiner Mutter? Ja, von meiner Schwägerin. Sie ist das Opfer eines Mannes geworden, der ihr Gefühl für ihn ausgenutzt hat. Sie hat Selbstmord begehen wollen mit Tabletten. Wurde in letzter Minute gefunden und hat irreparable Schäden zurückbehalten.
Welche Art? Ihr Gehirn ist beeinträchtigt. Und wo ist sie jetzt? In einem Sanatorium. Sie kann nur unter ärztlicher Aufsicht leben. Jetzt verstehe ich Udo. Er hat recht. Ich kann ihm nicht böse sein. Ja, das werde ich ihm sagen, dass ich für seine Haltung Verständnis habe. Ja. Ja, tu das. Es läge mir so viel daran, dass ihr euch versteht. Warum wollt ihr denn schon gehen? Warte. Ich glaube, Vera, wir brauchen jetzt alle ein bisschen Zeit. Ich jedenfalls brauche sie. Komm, Walter. Lass diesen Mann laufen, Vera. Lass ihn laufen. Vera hat mir gerade erzählt, die Geschichte von ihrer Mutter. So, hat sie das. Sie versuchte, Selbstmord zu begehen. Ja, mit Tabletten. Als sie gefunden wurde, war sie eigentlich schon tot. Man hätte sie besser sterben lassen sollen. Und ein Mann war die Ursache? Ja, er hatte sie verlassen. Sie fühlte sich unendlich einsam. Aber Sie werden ja die Gemütsverfassung von solchen Frauen kennen. Ja, Sie brauchen mich nicht zu schonen. Ich weiß, dass ich deinen Makel mit mir herumtrage und dass ich das auszuhalten habe. Kann man so etwas aushalten? Ich versuch's. Ich versuche zu leben und mein Bestes zu geben und nicht zu vergessen, wofür ich bestraft wurde. Das hört sich gut an. Udo, es läge mir sehr viel daran, mich mit Ihnen zu verständigen. Nun ja. Aber das haben wir ja nicht in der Hand, wohin die Dinge laufen. Wenn sie laufen. Der Mann ist außer Gefahr. Sie können auch kurz mit ihm sprechen. Die zweite Tür links, bitte. Ich danke Ihnen, Doktor. Gehört? Gehört habe ich gar nichts. Nicht das Geringste. Nichts gehört und nichts gesehen. Weiß man eigentlich schon, wer geschossen hat? Nee, Herr Schröder, das wissen wir noch nicht. Nein, sehen Sie mal zu, dass Sie erst wieder auf die Beine kommen. Ja. Sind Sie verheiratet? Nein. Aber Ihre Familie lebt hier. Ich habe niemanden. Dafür haben Sie aber schöne Blumen hier stehen. Ich weiß nicht mal von wem. Was? Sie wissen nicht mal von wem? Ein Bote brachte die Blumen aus einem Geschäft. Aus welchem Geschäft? Keine Ahnung. Danke. Tschüss. Bitte. Ah, Moment, ich habe noch eine Frage. Hat sich vielleicht irgendjemand nach dem Befinden des Verletzten erkundigt? Ja, gestern hat zweimal jemand angerufen. Und heute Morgen auch. War das ein Mann oder eine Frau? Ein Mann. Aber er hat seinen Namen nicht genannt. Er war aber erleichtert, als ich sagte, es besteht keine Lebensgefahr mehr. Danke. Bitte. Der Täter schickt Blumen. Ist mir auch noch nicht vorgekommen. Er hat Mitgefühl, weil er den Falschen erwischt hat. Es tut ihm leid und das Ganze erleichtert, dass der Mann lebt. Wir brauchen den Hintergrund von Baruda, dem Schwiegervater, von Leno, dem Kompagnon, von seinem Sohn Walter und von Udo Müller, dem Enkel Barudas. Was für Leute sind denn das? Hm? Was für eine gemeinsame Geschichte verbindet sie und was haben sie vor? Sagen Sie, Herr Lehner, Sie haben, wie ich höre, ein sehr gutes Verhältnis zu Frau Baruda. Sie arbeiten ja hervorragend zusammen. Und das heißt,
dass Sie sich auch privat ausgezeichnet verstehen. Wir haben Erkundigungen eingezogen. Ja, das stimmt. Aber wo erkundigt man sich nach sowas? Und vor allen Dingen, warum? Da könnte ein Motiv sein, ich sag's Ihnen ganz offen. Auch Sie haben Ihren Ehepartner verloren. Sie haben möglicherweise mit dem Gedanken gespielt, mit Frau Baruda zusammenzuleben. Respekt. Den Gedanken hatte ich in der Tat. Vera Baruda ist eine Frau von Geschmack und Kultur. Außerdem versteht sie sich hervorragend mit meinem Sohn. Ich habe sie gefragt, ob sie meine Frau werden will. Sie wollte nicht. Auf was für einen Gedanken bringt sie das? Ob Sie eine Waffe haben, Herr Lehner? Ob ich eine Waffe habe? Natürlich habe ich eine Waffe. Aber ich renne damit nicht in fremden Treppenhäusern herum und schieße damit durch Türen. Haben Sie die Waffe hier? Nein, die habe ich zu Hause. Können wir die bei Gelegenheit mal sehen? Jederzeit. Jetzt. Bitte. Walter, ich komme mit der Polizei, die sich da mit Theorien herumschlägt. Kommen Sie, meine Herren. Danke. Guten Tag. Ach, du bist auch da. Dann ist das ja ein Aufwaschen. Guten Tag. Es wird nach meiner Pistole gefragt, die ich vorzeigen soll. Einen Augenblick, ich habe sie im Arbeitszimmer. Wonach wird gefragt? Nach einer Pistole? Ja, aber machen Sie sich keine Sorgen. Reine Routinefragen. Sie sind befreundet miteinander, ja? Ja, wir sind sehr gute Freunde. Und Sie sind hier so gut wie zu Hause? Das kann man so sagen, ja. Ich finde meine Pistole nicht. Es tut mir leid. Ich hätte sie in meinem Schreibtisch, aber da ist sie nicht mehr. Hast du eine Ahnung, wo sie sein könnte? Nein. Zeigen Sie mir bitte Ihren Waffenschein. Bitte. Danke. Eine Walter 765. Mhm. Die Schüsse, die abgegeben wurden, die waren vom Kaliber 7,65. Was wollen Sie denn damit sagen? Ja, nur, dass es sich um das gleiche Kaliber handelt. Wollen Sie jetzt bitte jeder nacheinander einen Text auf dieses Tonband sprechen? Ja, was für ein Text? Hab's auch aufgeschrieben jetzt. Bitte. Wenn Sie was davon versprechen, bitte. So, bitte. Verzeihen Sie, ich habe eine Frage, Schwester. Da ist doch bei Ihnen ein Taxifahrer eingeliefert worden mit Schusswunden. Wie geht es diesem Mann? Danke. Verzeihen Sie, ich habe eine Frage, Schwester. Da ist doch bei Ihnen ein Taxifahrer eingeliefert worden mit Schusswunden. Wie geht es diesem Mann? Aber ich würde doch ganz gern wissen, was das bedeuten soll. Wir werden Ihre Stimmen der Krankenschwester vorspielen. Vielleicht erinnert sie sich. Ach so. Aber die wird sich doch nie erinnern. Und wenn, das ist doch kein Beweismittel. Das hebt Ihnen doch jeder Strafverteidiger sofort aus den Angeln. Kann ich das nicht ablehnen? Natürlich, aber da müsste ich Sie fragen, warum Sie es ablehnen. Also gut. Verzeihen Sie, ich habe eine Frage, Schwester. Da ist doch bei Ihnen ein Taxifahrer eingeliefert worden mit Schusswunden. Wie geht es diesem Mann? Danke. Kann ich Sie jetzt bitte einen Augenblick allein sprechen? Darf ich die Herren bitten, uns einen Moment allein zu lassen? Bitte sehr. Herr Müller, Ihre Mutter lebt in einem Sanatorium. Ja. Sie hat vor einigen Jahren nach einer traurigen Erfahrung mit einem Betrüger einen Selbstmordversuch unternommen. Ja. Sie hat sich nie wieder richtig erholt. Sie bedarf der ständigen Pflege. Das kann man so sagen, ja. Und jetzt begegnet sie einem Mann, der einschlägig vorbestraft ist und der ihre Tante heiraten will. Verstehe. Ja, der Mann ist mir zutiefst zuwider. Aber Sie begehen einen Denkfehler. Denn als auf diesen Mann geschossen wurde, hatte mir meine Tante die Eröffnung noch gar nicht gemacht, um wen es sich da eigentlich handelt. Denn das sagte sie mir, ja, das sagte sie uns allen erst gestern Abend. Was soll ich? Ja, nur zuhören und mir sagen, ob Sie die Stimme wiedererkennen. Verzeihen Sie, ich habe eine Frage, Schwester. Da ist doch bei Ihnen ein Taxifahrer eingeliefert worden mit Schusswunden. Wie geht es diesem Mann? Könnte es sein, dass Sie dieser Mann angerufen hat? Nein, es war eine andere Stimme. Vielleicht die? Verzeihen Sie, ich habe eine Frage, Schwester. Ach,
bist schon da. Ja, ich warte auf euch. Ich wollte euch fragen, ob wir nicht vielleicht ein bisschen rausfahren mit dem Auto. Aber ja, Udo, nichts dagegen. Ein sehr guter Vorschlag. Mir ist alles recht, was unser Leben, Zusammenleben normalisiert. Wir fahren sehr gern mit, nicht wahr, Alexander? Udo! Wohin? Zum Seehof. Gibt es keine andere Möglichkeit? Nein, Großvater. Sie hat keine der Stimmen erkannt. Das war wirklich eine gute Idee von dir, Udo. Und dass du deinen guten Willen zeigst. Schon gut, Vera. Ich tue nur, was ich tun muss. Warum nicht? Was ist denn hier? Warum hierher? Damit alles aus dem Weg geräumt ist. Das ist das Sanatorium hier, in dem sich Udos Mutter befindet. Ja, und was sollen wir hier? Darf ich jetzt weiterfahren? Ja. Weiter. Alexander, du kennst Maria? Woher kennst du Maria? Seit wann weißt du es? Seit ein paar Tagen.
Warum hast du mir nichts gesagt? Ich wollte es dir ersparen. Du musst mir sagen, ob ich halten soll. Die Krankenschwester hat keine der Stimmen wiedererkannt. Aber es fehlt uns ja noch eine. Herr Baruda, Ihre Stimme fehlt uns noch. Wollen Sie bitte ins Telefon sprechen? Verzeihen Sie, ich habe eine Frage, Schwester. Da ist doch bei Ihnen ein Taxifahrer eingeliefert worden mit Schusswunden. Ja, Schwester Grete, bitte. Wie geht es diesem Mann? Schwester Grete? Ja, Inspektor Klein. Moment mal. Es kommt noch eine Stimme. Kommen Sie bitte. Wir lebten in Hamburg. Mein Vater hatte die Familie verlassen. Von heute auf morgen, ohne ein Wort zu sagen. Eine brutale Trennung. Es hat auch lange gedauert, bis meine Mutter drüber hinweg war. Ich war dann ein Jahr studienhalber in London und bekam plötzlich fröhliche, aufgeregte Briefe von meiner Mutter. Sie war wieder glücklich. Sie hatte einen Mann kennengelernt, den sie liebte. Sie telefonierte mit mir und sagte, vielleicht hat all das Schreckliche, das ich erlebt habe, wirklich einen Sinn gehabt. Aber noch ehe ich diesen Mann selber kennenlernen konnte, hatte er meine Mutter verlassen. Auch von heute auf morgen. Und sie zugleich um ihr gesamtes Geld betrogen. Daraufhin wollte sie sterben. Und wenn man es genau nimmt, so ist sie ja auch gestorben. Haben Sie Anzeige erstattet? Ja. Aber der Mann hatte einen falschen Namen benutzt und war unauffindbar. Dann stellte mir meine Tante Alexander Rudow vor. Ein Mann, der aus Hamburg stammte und außerordentlich charmant und liebenswürdig war. Er entsprach den Beschreibungen, die ich von meiner Mutter bekommen hatte. Ich sprach darüber mit meinem Großvater und mit den Lenaus. Ich sagte, das kann der Mann sein. Ich meine, er muss es nicht sein, aber vielleicht ist er es. Also beschaffte ich mir eine Fotografie von Rudow und fuhr damit in das Sanatorium. Mama, wie geht's dir? Gut siehst du aus. Ich freue mich, dich zu sehen. Ich hatte Angst, meiner Mutter das Foto zu zeigen. Ich fragte mich, ob ich nicht ihren Frieden störe. Aber ich hatte ja keine andere Wahl.
Ich zeigte ihr das Foto. Kennst du diesen Mann? Und sie erkannte ihn. Er ist es. Ja, warum hat nicht einer von Ihnen, Frau Baruda, ganz einfach die Wahrheit gesagt? Ich war dagegen. Ich sagte, wollen wir es riskieren, dass sie auch den Verstand verliert? Ich war es meiner Familie schuldig, eine andere Lösung zu finden. Lösung? Ja, ich bin froh, dass ich es jetzt sagen darf. Ich war es. Ich habe dem Leonard die Pistole weggenommen. Es tut mir sehr leid, dass es einen Unschuldigen getroffen hat. Was, wenn er sich wirklich geändert hat? Er hat mir doch alles gestanden.